Wie haben wir die Geschichte der Arche Noah zu verstehen? Handelt es sich dabei um einen rein fiktiven Mythos, der bloß einen tieferen Sinn transportieren soll? Oder schildert die Bibel einen historischen Tatsachenbericht? Fest steht, sofern das kolossale Schiff wirklich existiert hat, muss es auch irgendwo da draußen schlummern. Und tatsächlich gibt es eine Reihe von Forschern, die glauben, dass genau das der Fall ist. Aber wie ist das möglich? Wie konnte ein Mann im Alleingang eine gigantische Arche erschaffen, die nicht nur seine Familie, sondern auch unzählige Tiere vor einer alles vernichtenden Sintflut bewahrte? Wieso ist diese Überlieferung nicht nur im Alten Testament bekannt, sondern auch in Quellen, die Jahrtausende älter sind? Naja, vielleicht verbergen sich die Antworten auf all diese großen Fragen ja am Berg Ararat und in dem rätselhaften Etwas, das im Verdacht steht, die echte Arche zu sein. Unverhofft kommt oft. Was ursprünglich als reiner Routineflug begann, mündete schließlich in einer der größten archäologischen Debatten des 20. Jahrhunderts. Damals, im Jahr 1959, wurde der türkische Luftwaffenkapitän İlhan Lurupina damit beauftragt, eine abgelegene Region seines Heimatlandes in Augenschein zu nehmen. Einige Jahre zuvor war das Gebiet von drei schweren Erdbeben erschüttert worden, weshalb die Regierung nun Fotos der aktuellen Lage anforderte. Doch als Lurupina über die karge Felslandschaft hinwegflog, stach ihm plötzlich etwas äußerst Seltsames ins Auge. Eine bizarre Struktur am Boden, die er selbstverständlich sofort fotografierte und die auf den fertigen Bildern verblüffend an die Überreste eines gewaltigen Schiffes erinnerte. Doch was um alles in der Welt hat ein Schiff mitten im Nirgendwo verloren? Nun ja, manche Personen erklären die geheimnisvolle Entdeckung auf eine simple und doch so tiefgreifende Weise. İlhan Lurupina hat das Wrack der Arche Noah aufgespürt. Eine durchaus gewagte These, die wir aber zunächst einmal mit den Informationen aus der Bibel abgleichen sollten. Einen kurzen Blick ins erste Buch Mose später wissen wir dann, dass Gott seine Schöpfung bereut und die Menschen wegen ihrer Bosheit mitsamt den Tieren vom Antlitz der Erde tilgen will. Nur einer bleibt vom Zorn des Schöpfers verschont, der gottesfürchtige Noah, der zu diesem Zeitpunkt schon über 600 Jahre alt ist und vom Herrn der Welten den Auftrag erhält, einen Kasten von Tannenholz zu bauen. Gemäß der göttlichen Bauanleitung soll dieser 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch sein, sowie drei Stockwerke und eine Tür besitzen, die sich in der Mitte einer Seite befindet. Nachdem Noah den Plan Gottes also in die Tat umgesetzt hat, erhält er wiederum folgenden Befehl. Zitat: Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden. Von allen reinen Tieren nimm zu dir je sieben, das Männchen und sein Weibchen, von den unreinen Tieren aber je ein Paar. Denn von heute an, in sieben Tagen, will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige, das ich gemacht habe. Gesagt, getan. Während die übrige Schöpfung von den tosenden Wassermassen verschlungen wird, sind Noah, dessen Familie und die Tiere auf der Arche in Sicherheit. Dann, nach einer schier endlos langen Zeit, erhält Noah endlich die erlösende Nachricht Gottes, dass die Erde getrocknet ist und er das Schiff verlassen soll. Und tatsächlich verrät die Heilige Schrift sogar, wo sich die Arche zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Dazu heißt es: Am 17. Tag des 7. Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf. Wurde die Arche Noah längst gefunden? Vor diesem Hintergrund scheint die Sache also klar, denn immerhin liefert die Bibel allen theologischen und archäologischen Spurensuchern eine präzise Ortsangabe. Naja, ganz so einfach ist es unterm Strich dann aber doch nicht. Demnach ist das, was im ersten Augenblick wie eine unmissverständliche Information klingt, in Wahrheit ein kontrovers diskutiertes Streitthema. Fest steht, dass es tatsächlich einen Berg gibt, den wir als Ararat kennen. Dieser thront in Ostanatolien nahe der Grenze zu Armenien und ist mit 5137 Metern der höchste Berg der Türkei. Doch bezieht sich die entsprechende Bibelstelle auch wirklich auf eben jenes Massiv? Nun, diejenigen, die diese Frage mit Nein beantworten, glauben, dass damit überhaupt kein spezifischer Gipfel gemeint ist, sondern allgemein das Bergland des Urartäischen Reiches. Denn immerhin ist im Alten Testament ja vom Gebirge und nicht vom Berg Ararat die Rede.
Trotz dessen steht der Ararat in gewissen Kreisen aber im Verdacht, tatsächlich ein Geheimnis biblischen Ausmaßes zu verbergen. Und das nicht erst seit gestern. Demnach deckte eine US Air Force Aufklärungsmission im Jahr 1949 etwas auf, das im Anschluss als die Ararat-Anomalie bekannt werden sollte. Rein objektiv betrachtet haben wir es dabei mit einem großen dunklen Fleck auf einem der Schneefelder in der Nähe des Gipfels zu tun. Und dass das ominöse, mehrere hundert Meter große Gebilde überaus eigentümlich wirkt, steht außer Frage. Moderne Analysen legen jedoch den Schluss nahe, dass es sich dabei nicht um das Wrack der legendären Arche handelt, sondern schlichtweg um einen 5 Millionen Jahre alten Kalksteinblock. Eine Erklärung, die Ron Wyatt wohl ebenfalls bereitwillig unterschrieben hätte. Dies liegt jedoch nicht daran, dass der US-Amerikaner die biblische Erzählung der Arche Noah als fiktives Märchen abgestempelt hat. Ganz im Gegenteil, für den eingefleischten Kreationisten stand es außer Frage, dass die Arche wirklich existierte und dass er sie zweifelsohne gefunden hat. Eine selbstbewusste, manche würden sagen tollkühne Behauptung, die uns geradewegs zum eingangs erwähnten Aufklärungsflug von Ihan Dorupina zurückführt. Die Debatten um Dorupina reißen nicht ab. Denn was geschah eigentlich, nachdem der türkische Luftwaffenkapitän das merkwürdige Objekt auf Bild gebannt hatte? Nun ja, er behielt die befremdliche Entdeckung keineswegs für sich, sondern leitete sie sogleich an die türkische Regierung weiter. Die Verantwortlichen taten die Struktur daraufhin nicht als eigenwillige Laune der Natur ab, sondern beauftragten eine Gruppe der Archaeological Research Foundation damit, die Fundstelle eingehend unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis der zweitägigen Grabungen und Sprengungen ließ die gespannten Arche Noah-Enthusiasten dann aber äußerst ernüchtert zurück. Die Experten fanden nichts als Erde und Felsen. So hieß es in der offiziellen Pressemitteilung, dass es hier keine sichtbaren archäologischen Überreste gebe und dass die Formation explizit nicht von Menschenhand geschaffen wurde. In Anlehnung an ihren Entdecker, auf den Namen Dorupina getauft, geriet die Stätte anschließend fast 2 Jahrzehnte lang in Vergessenheit. Dies änderte sich erst im Jahr 1977, als Ron Wyatt auf die Geschichte aufmerksam wurde und sie ins Bewusstsein der alternativen Öffentlichkeit zurückbrachte. Im Rahmen dessen versuchte Wyatt, einige seiner Brüder im Geiste für seine Arche-Theorie zu begeistern. Diese waren zunächst aber nicht sonderlich von dessen Ausführungen überzeugt. 1985 wurde Wyatt dann aber vom Geophysiker John Baumgartner und David Fassold unterstützt und als letzterer die Fundstelle sah, war er sogleich felsenfest davon überzeugt, einem uralten Schiffswrack gegenüberzustehen. Um die optischen Eindrücke mit wissenschaftlichen Fakten zu untermauern, analysierte Fassold die Stätte mit Hilfe eines Bodenradargeräts und eines Frequenzgenerators. Jenen Generator verglich das skeptische Gegenlager später mit einer Wünschelrute. Fassold und sein Team stellten trotzdem überwältigt fest, dass unter ihren Füßen tatsächlich eine regelmäßige Formation schlummerte, die den in der Bibel beschriebenen Ausmaßen entsprach. Fortan glaubten die Alternativforscher, die versteinerten Überreste des Oberdecks aufgespürt zu haben und dass der ursprüngliche Unterbau verschwunden war. Im nahegelegenen Dorf Krasan untersuchte die Gruppe um Fassold wiederum sogenannte Ankersteine, die einst ebenfalls zur Arche Noah gehört haben sollen. Des Rätsels Lösung? Nun wird Menschen wie Fassold aber häufig vorgeworfen, dass ihnen die wissenschaftliche Objektivität fehlt. Sprich, die Forscher suchen nur nach jenen Dingen, die ihre Theorien untermauern, während sie alle anderen Faktoren ausblenden. Eine mangelnde Reflexionsfähigkeit konnte man David Fassold allerdings nicht vorwerfen. Nach einigen Jahren weiterer Dorupina-Expeditionen in den 90er Jahren wuchsen in ihm die Zweifel, welche schließlich in einer überraschenden Kehrtwende mündeten. Im Detail hörte die Kehrtwende auf den Namen »Falsche Arche Noah aus der Türkei als gewöhnliche geologische Struktur entlarvt«. In dieser Abhandlung, die Fassold 1996 mit dem Geologen Lawrence Collins verfasste, gelangte er zu dem Schluss, dass die vermeintliche Arche in Wahrheit doch eine rein natürliche Gesteinsformation sei, die lediglich einem überdimensionalen Boot ähnelte. Ferner hieß es in dem Artikel auch, dass die sogenannten Anker aus lokalem Vulkangestein bestehen. Im April 1997 wiederholte Fassold seine Zweifel dann sogar in einer eidesstaatlichen Erklärung vor einem australischen Gericht. Im Rahmen dessen beschrieb er die Behauptung, dass die Arche Noah gefunden worden sei, als absoluten Quatsch. Doch wie sehr war David Fassold wirklich von seinen eigenen Worten überzeugt?
Einige seiner Wegbegleiter behaupten, dass Versold kurz vor seinem Tod im Jahr 98 zu seiner ursprünglichen Überzeugung zurückgekehrt ist. Beispielsweise schrieb seine enge Freundin und Biografin June Dawes, er wiederholte immer wieder, dass unabhängig davon, was die Experten sagten, zu viel für den Fundort Durupina spreche, als dass man ihn abtun könne. Er war nach wie vor überzeugt, dass es sich um die versteinerten Überreste der Arche Noah handelte. Zitat Ende. Doch wie stellte sich die Sache eigentlich im Fall von Ron Wyatt dar? Denn immerhin war er es, der David Versold überhaupt erst auf die Durupina-Stätte aufmerksam machte. Nun ja, von 1977 bis zu seinem Tod im Jahr 1999 unternahm Wyatt mehr als 100 Reisen in den Nahen Osten, um die verschiedensten biblischen Überlieferungen zurück in die Wirklichkeit zu bringen. Tatsächlich will er dabei aber nicht nur die Arche Noah entdeckt haben, sondern auch die ursprüngliche Bundeslade. Während die Vereinigung des Gartengrabens in Jerusalem derlei Behauptungen aber seit jeher scharf zurückweist, bleibt eine Frage bestehen. Wie wird die Durupina-Stätte mittlerweile bewertet? Nun ja, einerseits bleibt es dabei, dass weiterhin keine handfesten Beweise für die Arche-Theorie bekannt sind, doch andererseits haben Bodenradaruntersuchungen in den Jahren 2014 und 2019 einen geheimnisvollen Umstand ans Licht gebracht. Die unterirdischen Strukturen bilden mehrere rechte Winkel. Einen rechten Winkel bildet der Abu-Button zwar nicht, aber dafür findest du ihn auch ohne Bodenradaruntersuchungen. Werde jetzt sehr gern Teil unserer Community und lass dir nie wieder ein spannendes Video entgehen. Bis bald!